Was? Du lebst noch? Ja, ich lebe noch. Und deshalb nehme ich jetzt nach, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, wieder Check Force 3 auf und ich rede gar nicht viel drum rum. Wir machen direkt das Event. Ich habe ein bisschen Herz aufgefüllt. Und dadurch kann ich jetzt das Event mit Jaden planen und ich habe jetzt keine Lust, das vorzulesen, weil ich jetzt einfach... Naja. Julian möchte. Oh, Cyrus diesmal ein Gap? Das ist auch ungewöhnlich. Ja, Jim, Axel, die Dunkelheit in Jadens Herz ist mehr als wir dachten. Ah. Axel, mein Körper, er verschwindet. Axel, RGP. Was du auch tust, musst einen Weg finden, Jaden zu retten, sonst... Tja, was sonst? Jim! Also dann. Du jetzt. Ack. Ack. RGP! Renn! Ack. Ack. Warum kämpft ein Krieger nicht? Du da, willst du nicht weglaufen? Dann. Duellieren wir! So, und damit duellieren wir uns gegen The Supreme King, aka Jaden Yuki. So, könnte eventuell ganz interessant werden. Ich hoffe es doch mal stark. Und wir gewinnen das Scheiß. Steinschere Papierspiel und dann können wir anfangen und das ist voll cool und ja jetzt oh Gott, dieses Einleitungskackzeug hast du immer 10 Sekunden wird uns angezeigt, was wir sowieso schon längst wissen, aber ja. Mach sie platt. Humpf. Kein Problem. Werde ich tun. The Supreme King. Okay, ja, ich habe einiges am Deck gebildet, gebastelt, bla. So. Frage ist jetzt. Ich werde einfach mit dem starten. Kann ja sein, dass er direkt so eine fiese Fusion raushaut. Da will ich jetzt nicht direkt zig Ausrüstung auf mein Vieh stecken, das dann eh direkt stirbt. Wir haben jetzt Malicious Stingsbums. Genau der. Malicious Edge. Wir werden kämpfen. Jetzt wäre die Ausrüstung doch besser gewesen. Egal. Was kann ich machen? Eine Karte ziehen. Ja, ich wusste es. So ein Professional Yu-Gi-Oh! Player. Was tue ich denn jetzt gegen dich? Soll ich dich einfach eiskalt sprengen? Fällt gerade keine bessere Alternative ein. Könnt ihr nicht mit... Ne, komm, ich spreng das Teil einfach. Jawohl, Truppen mit Ziel. Und zack. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird ein Fehler sein. Aber gut. Würde sich später noch als Fehler herausstellen, ja. Ganz sicher. Komm, jetzt ruft deine scheiß Fusion. Oder sitzt ein Monster? Ja, das ist mir recht. Dann kann ich gleich mit meinem epischen verdecktes Monster-Töt-Pokémon draufgehen. Pokémon? What the hell? Yu-Gi-Oh! Monster? So nennen die sich? Keine Ahnung. Angriff! Claim. Gut, jetzt müssen wir noch hochstufen können, oder? Nein, noch nicht. Das Ergebnis seines Kampfes zerstören, damit wie soll das denn bitte gehen? Mit dem 900 Angriff. Na gut. Ja, egal, wir.
rüsten erstmal unseren gebietsgerechten Ritter mit dem Zeug aus. Und dann mit dem Zeug. Stopp, dann haben wir schon was zerstört. Oh, Nebelkörper. Gut, habe ich kein Problem mit. So. Dann haben wir jetzt schon mal ein schönes 2-8er-Vieh und können gleich 2-8 Schaden machen. ja. Fick dich! Die wechseln wir nochmal die scheiß Phase. Also. Genau so. Und Angriff. Was war das? Wieder ein Claymen. Hat er auch was anderes? Ja, finstere Fusion. Malicious Fiend. Fick dich. Zum Glück noch nicht. Ja. So, jetzt muss er langsam mal anfangen gut zu ziehen, oder? Ich habe gewonnen. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Sie starren einander. Ach, schön. Dann sehe ich halt noch was Schöneres. Warum nicht? Okay, es reicht leider noch nicht ganz. Jetzt. Mirror Force! Nein, schade. Na egal, er hat noch 300 Leben und ich denke nicht, dass er irgendwie noch was reißen kann. So, kurze Unterbrechung, aber tut nichts. Was? Nein! Tut nichts zur Sache, wir werden jetzt einfach den Zug beenden und alles bleibt wie gehabt. Wir werden gewinnen gegen den Supreme King beim ersten Versuch. Yay! So, ich hoffe, wir kriegen einige Jewel Points. Maul. Ich will nicht. Ich setze ein Monster in Face-Down Position. Okay, und damit der epische letzte Zug. Und wir haben gewonnen. Wir haben besiegt mit unserem epischen, mächtigen Auszungi. Mal wieder dran. Verdammt unnötig waren. Knapp brauchte, der irgendeine finstere Fusion rausgehauen. Dann werden wir ziemlich verkackt, weil wir nur scheiß Dingsbums gezogen hätten. Scheiß Ausrüstung. Egal, wir kriegen auf jeden Fall ordentlich Erfahrung oder Dual Points. Beides auf jeden Fall. Nicht zu wenig. Naja, ist ja auch ein Level 10 Gegner. Level 10. So, wenn er so scheiße zieht, dann ja. Und bleibt sie dort, wird sie Supreme King noch stärker. Warte. Nicht mein Duell reicht, ihn zu stoppen. Was reicht denn dann? Was reicht dann? Wartet mal kurz. Was reicht dann? Was reicht dann? Verdammt. So. So. So ist besser. Ja, uns geht weiter. Oh, ich muss mal schnell das Ladekabel einstecken. Sonst wird es ja ein abruptes Ende nehmen. Ja, jetzt muss ich noch das Ladekabel finden. Ich muss das hier doch rumliegen. So. Ja, dann drück ich doch mal ab. So, und ich bin wieder da. Jeder hat Angst vor mir, zu Supreme King. Jeder, außer du. Du bleibst furchtlos angesichts des Bösen. Ich war so ängstlich, ich habe nur überlegt, wie ich raus kann. Tja, ich habe überlegt, wie ich rein kann.
Sorry, ich lief zufällig vorbei. Hatte nicht vor zu lauschen. Ich habe wichtige Dinge in dieser Dimension und all den gelernt. Wie ich mit meinem Herzen gegen Dunkelheit kämpfe, die Kraft richtig benutze. Und Jim riskierte sein Leben, mit dem Glauben an Freude zu geben. Excel. Hast dein Leben riskiert, um mich aus der Dunkelheit zu holen. Ich habe in der anderen Dimension dazugelernt, die Bedeutung und Schwierigkeit, andere und sich selbst zu beschützen. Ich denke genauso, Jane. Warum habe ich mich wirklich wachsen lassen? Als Mensch. Sollt ihr euch jemals wieder in Gefahr bringen? Dann gehe ich fort von dieser Insel. Jane, im Ernst. Ja, aber sag's nicht weiter. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen machen. Versprich es, okay? Ja, okay. Okay. Das ist hier sehr aufschlussreich. Nicht. Ja, was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt wieder toll Herzen sammeln gehen. Aber ich habe darin ja inzwischen einiges mehr Erfahrung. Darum gehen wir jetzt einfach nochmal ins Leifarot-Schlafsaal vielleicht. Schaffen wir noch schnell eins. Ein Duell. Tech-Duell. Ein Duell.